Willkommen zurück! Wenn man nach Let's Play Markus googelt, findet man schon das, über das ich mit euch reden wollte in diesem Video. Habe ich getwittert hier. Google. Google ist eine feine Sache. Da findet man alles. Antworten auf seine Fragen. Ich habe mir gedacht, ne, die Switch ist im vollen Gange. Meine Wii U verrichtet ihren Dienst. Wir streamen ja immer noch Wii-Spiele und das von der Wii U aus. Kann man sich jetzt nicht nochmal irgendwie einen Restposten an Wii Us kaufen, dachte ich mir. Jetzt, wo sie keiner mehr will. Geht das? Ist das im Rahmen des Möglichen? Ich habe eingegeben, pass auf. Wii U neu kaufen. Schwierig, sag ich mal, Spoiler, vorab. Aber ich bekam einen Vorschlag. Wii U neu? Ja? Und guck mal, was da unten steht. Wii U neue Spiele, Wii U neu Mediamarkt und so weiter. Der Punkt. Ich wurde stutzig, als ich das gelesen habe. Wii U neue Spiele. Ich weiß natürlich, ne? Aber es gibt Leute, die suchen danach. Es gibt Leute, die geben ein: Gibt's endlich neue Spiele für die Wii U? Und da wollte ich mal gucken, ne, was da so steht. Ja. Davon ab, dass hier die Switch-Spiele angezeigt werden. Gibt es bei Google ja irgendwie diese wunderbare Funktion, ähnliche Fragen. Ich mach's mal ein bisschen größer hier in den Schinken, glaube ich. Und da fragen Leute, ich weiß gar nicht, wo das herkommt genau, von verschiedensten Plattformen und Seiten, ne? Es kommen tatsächlich noch neue Spiele für die Wii U. Finding Teddy 2. Ja, das war's aber auch. Werden noch Spiele für die Wii U hergestellt? Das letzte Spiel der Nintendo Wii? War gar nicht die Frage, wird Just Dance 2020. Alles klar. Was sind die besten Wii U-Spiele? Laut Computerbildspiele. 3D World. Ist aber okay. Warum man hier Skylanders? Ne, das frage ich jetzt nicht. Was sind Wii U-Spiele? Berechtigte Frage, würde ich mal sagen. Ne? Und das ist die Antwort. Wii U-Spiele, ne? Lego Batman, Lego City Undercover, Lego Dimensions, Lego Hobbit. Was denn auch sonst? Kann man Wii U noch online spielen? Wenn man die Wii U-Konsole mit Internet verbindet, kann man online spielen. Warum gibt es die Wii nicht mehr? Gegenüber IGN bestätigte Nintendo, dass die Produktion der Wii U eingestellt würde. Ja. Warum gibt es keine Wii mehr? Dieselbe Frage nochmal. Ja, warum? Warum? Weil die Wii 2006 rausgekommen ist und 2012 der Nachfolger, meine Herren. Welche Spiele kann man auf dem Gamepad spielen, die ihr ohne TV und nur mit Gamepad zockt? Ja, mehr als die, oder? Wo kann ich Wii U-Spiele downloaden? Es gibt Leute, die kennen sich nicht aus, ne? Ist ja ganz klar. Wie teuer ist eine Wii? Wie teuer ist eine Wii? Genau! Wärst du irgendwie so 2011 gekommen, hättest du sie für 100 Euro hinterhergeschmissen bekommen. Jetzt musst du schon mal, bald kriegst du einen Kleinwagen dafür. Ich frage mich halt die Leute, die das eingeben. Also ich verkaufe meinem Kind zu Weihnachten 2021 dann auch eine Wii. Ja, okay, was kostet denn? Ich gebe mal ein. Wie teuer ist eine Wii? Boah, ist die teuer! Also ist sie so teuer, weil es sie nicht mehr gibt, weil die nicht mehr hergestellt wird. Wie alt ist Wii U? 2012. Kann man Mario Kart 8 Wii U online spielen? Ja. Wie lange gibt es die Wii? 2006. Wird es eine neue Wii geben? Die neue Wii ist abwärtskompatibel zu Wii und GameCube. Die Nintendo Wii 2. Das sind hier noch Gerüchte zu der Wii 2. Die Wii 2 wurde zur Wii U. Nur mal so. Was für alte... Artikel. Was ist die Wii? Eine Heimkonsole. Was vergleichbar mit Wii? Das ist die Antwort, die ich sehen wollte. Nintendo Switch. Wie heißt die neue Wii? Nintendo Wii Family Edition inklusive Wii Sports und Wii Party. Weißt du, das sind die Leute, die nicht wissen, dass das der eigentliche Begriff lautet, Nintendo. Was kann der neue Nintendo? Aber da ist es einfach nur die neue Wii. Hört ihr eigentlich den Soundtrack, den ich angemacht habe? Ich glaube nicht, ne? Irgendwie... Whatsoever. Was ist Wii Switch? Weißt du, nicht Nintendo Switch. Wii Switch. Was sind das für Leute? Casuals. Casuals. Man kennt sie. Man kennt sie, die typischen Farmville-Spieler. Candy Crush.
Kann man die Wii U ohne Gamepad spielen? Das gehört dazu, hat wichtige Funktion. Ich würd am liebsten diese Fragen managen, um die richtigen Antworten zu geben. Ja, kannst du mit zwei Gamepads spielen? Was juckt denn das? Kann man Wii-Spiele kostenlos downloaden? Wie kann man Autos kostenlos bekommen? Die man mit einem Klick... Ja, das ist ja alles Fake, oder? Ja, nicht unterstützen, Giga. Wie viel bekommt man für eine gebrauchte Wii? Nix. Eine Wii! Weißt du, das ist der Punkt! Eine Wii inklusive Controller kriegst du bis zu 18 Euro. Eine Wii U bis zu 65. Ja gut, eine gebrauchte Wii U habe ich selbst. Mir ging es halt darum, eine Fabrik neue zu bekommen, die irgendwo noch Restposten. Kennt ihr euch aus? Gibt es irgendwo noch eine Wii U, eine schwarze? Das wäre ziemlich cool. Warum willst du eine? Ich weiß nicht. Die sieht halt so verbraucht aus, die ich damals 2012 im Video hochgehalten habe. Wie viel kann man für eine gebrauchte Wii verlangen? Das Spiel Xenoblade, das gebraucht allein schon 30 bis 40 wert. Die Wii selber um die 80 bis 90. Wie oft hat sich die Wii U verkauft? Das ist wenigstens mal eine Frage. 13 Millionen. Was ist der Unterschied zwischen Wii U und Wii U? Ich will jetzt eine richtige Antwort. Oh, das ist gut. Das ist gut geantwortet. Ne? Release, direkt mal. Ne? Können Wii U und Switch zusammenspielen? Also Crossplay, Mario Kart zum Beispiel. Wann wurde die Produktion der Wii U eingestellt? Es tut mir halt leid, ne? Leute, die sich die Wii U kaufen und sich denken, wann kommt denn da nichts? Das wird die nächste Nintendo-Konsole. Eine Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch Pro sind mögliche neue Konsolen. Ist okay. Wann erscheint die neue Nintendo? Das ist eine gute Antwort. Braucht man alles für die Wii? Ein Netzteil, eine Sensorleiste, Nunchuk. Stereo, AV-Kabel, Standfuß, Family-Schlaufe, Wii-Spiele. Das meiste ist übrigens bei der Wii dabei, aber ist halt so, wenn du alles gebraucht kaufen musst heutzutage. Du kannst ja aber einfach eine Switch kaufen, das ist eine aktuelle Konsole. Also manche kennst du vom Hörensagen. Welche Konsole ist die beste? Xbox Series X laut Computerbild-Spiele. Was ist älter, Wii oder Wii U? Klärt die Leute auf. Warum gibt es keine Nintendo Switch mehr? Es gibt nur noch Wii. Warum gibt es keine Switch mehr? Schuld an der Switch-Knappheit ist nicht nur die Corona-Pandemie. Bereits im letzten Jahr war die Konsole überall ausverkauft. Echt? Seid ihr der Auffassung, die Switch ist nicht mehr zu bekommen? Gibt's die auf Amazon nicht mehr? Achso, das war mir nicht klar. Wie funktioniert das mit der Wii U? Erst eine Konsole von Nintendo. Wie kann ich Spiele auf die Wii laden? Festplatte oder mit dem Stick? Das habe ich schon erstmal gehört. Das kommt mir ein bisschen komisch vor, dieses. Welche Switch-Spiele sind kostenlos? Ja, keine. Ja, okay. Free to play. Aber das ist Switch. Ja, Switch-Spiele. Darum ging es auch. Wo ist eine alte Wii wert? Über 100 Euro solltest du nicht erwarten. Wer kauft denn die noch? Noch dümmere. Man muss sagen, wie es ist. Rebuy. eBay Kleinanzeigen. Warum ist die Wii U gefloppt? Schlechte Hardware. Konsole für Kinder geeignet. Das ist, will ich sehen. Das ist die richtige Antwort. Was kann die Switch? Was kann die neue Switch? Die Produktion der Nintendo Switch Pro bereits Ende 2020 gestartet. 4K und 60 FPS. Sehr wahrscheinlich, dass die Switch Pro kommt oder wie auch immer sie heißen wird. Aber manche nehmen das auch als Fakt hin. Es sind Vermutungen und Gerüchte. Ich habe das irgendwo mal gehört bei Unge und ABK. Irgendjemand hat da diskutiert und hat gesagt, ja, soll ja die neue Switch kommen. Ach ja, ne, die kann 4K, ne, ja. Es sind Vermutungen, dass manche das als bare Münze nehmen. Ja. Okay, wusste ich nicht, dass die Switch gerade nicht zu bekommen ist. Mitte Juli. Ja, das geht halt weg, ne? Und es gab halt Knappheit mit den Teilen. Wie schließe ich die Wii an den Fernseher an? Schwierig. Was bedeutet Wii U? Sollen so ein bisschen
englische Wort we und you wie du. So, das war jetzt gar nicht so spannend. Warum sind Switch-Spiele so teuer? Liegt an Nintendos Entscheidung, auf die Cartridges zu setzen. Ist das so? Ja, okay. Müsste meinen, es müsste ja dann im eShop billiger sein. Wann ist die GameCube? Der GameCube! So. Das war jetzt nicht, was ich wollte. Neue Nintendo. Ich weiß nicht, muss ich die 21 dahinter eingeben? Und dann kommen noch bessere Fragen. Ich sag's euch, wie es ist. Werden noch Spiele für die Wii U hergestellt? Nee, das letzte ist Just Dance. Was ist das hier? Wii U! Wii U-Spiele! Warum schreibt man das so? Kann man die Wii U noch online spielen? Ja, kann man. Warum gibt's die Wii nicht mehr? Was sind Wii U-Spiele? Das hatte ich eben schon, ne? Welche Mario-Spiele gibt's für Wii U? Gut. Wie alt ist Wii U? Ich finde das manchmal faszinierend. Wird es eine neue Wii geben? Das ist halt... Albern, was ist Wii Switch? Das frage ich mich halt auch. Was ist der Unterschied zwischen Wii und Switch? Frag mich nicht, du! Was ist der Unterschied zwischen einem Boot und einem Flugzeug? Tut mir leid, wenn ich ein bisschen lustig mache, aber... Das ist jetzt auch keine Antwort, ne? Gibt doch nicht so eine Antwort. Was bringt Switch Online? Was ist besser, Switch oder Switch Lite? Nix. Was ist besser, Switch oder PS4? Ja, anscheinend PS4 laut der Antwort da. Ist Nintendo Switch Online kostenlos? Nee. Kannst du 7 Tage lang kostenlos ausprobieren. Welche Switch-Spiele kann man online spielen? Kann man Nintendo Switch auch ohne Internet spielen? Das ist so dumm! Kann ich Nintendo... Hier, jemand fragt, kann ich Switch auch ohne Internet spielen? Ja? Antwort, ja natürlich. Und die Antwort, die man hier kriegt, ist, kann ich NES Switch Online nur spielen, wenn die Konsole im Internet verbunden ist? NES Switch Online kann bis zu 7 Tage ohne Internetverbindung verwendet werden. Da lesen die raus, okay, 7 Tage Testzeit und danach musst du bezahlen. Was ja so ist. Aber hier geht's halt um das Switch Online, NES Online. Wenn jetzt schon Leute keinen Unterschied das bezeichnen, was ist der Unterschied zwischen Wii und Switch? Oder wann kommt die neue Wii raus? Warum gibt's keine Wii mehr? Dann wissen die auch nicht, was mit Nintendo Entertainment System gemeint ist. Nämlich das NES von 1985. Was ist der Unterschied zwischen der Switch und Switch Lite? Für wen lohnt sich die Switch Lite? Warum wird Lite immer groß geschrieben? Caps Lock. Welche Switch ist besser? Die neueste Version, die noch immer... Ja, es gab ein dezentes Update. Was ist besser, Nintendo oder PlayStation? Nix. Ist Nintendo Account kostenlos? Die meisten Funktionen können kostenlos genutzt werden. Das ist aber alt, oder? Meldet man sich online an? Besuchen Sie das? Wie teuer ist Nintendo Online? Ich mache auch nur ein Jahresabo. Welche Konsole ohne Internet? Ja, jetzt ist nur von... Weißt du, die Person, die sich denkt, okay, die Switch geht nur... Gut, da gab es ja noch gar keine Switch, wenn ich das so sehe. Trotzdem. Was kann man auf Switch Lite spielen? Auf Nintendo Switch Lite können alle Switch-Titel gespielt werden, die den Handheld-Modus unterstützen. Aha. Kann man Breath of the Wild auf der Switch Lite spielen? Ja. Was ist Switch Lite? Besserer Akku. Kannst nicht am Fernseher spielen. Mit der Switch Lite kannst du nicht switchen. Das namengebende Element wurde entfernt. Was kann die neue Switch? Das haben wir schon. Welche Konsole ist für Anfänger am besten? Grundsätzlich Nintendo. Kann man sagen, ja. Was kostet Animal Crossing Online? Was willst du denn eigentlich online? Ja, muss doch nicht. Also muss nicht, ja. Kann man FIFA ohne Internet spielen? Kann man Minecraft auf das Ding spielen? Kann man Schild spielen? Kann man Animal Crossing spielen? Hat die Lite eine Kamera? Oh Mann, oh Mann. Warum gibt es keine... Wie bedient man Nintendo Switch?
Wisst ihr auch, warum Nintendo noch nicht ein neues Modell der Switch ankündigt? Es wird erstmal ein neues Modell geben, garantiert, bevor es einen Nachfolger gibt. Ja. Weil wenn die jetzt sagen würden, Weihnachten 21 kommt eine neue Switch raus, eine Switch Pro, dann würde jetzt keiner mehr die Switch kaufen. Ja. Übrigens, wie viel kostet eine Animal Crossing Switch? Dann kriegst du die Preise fürs Spiel und nicht für die Switch selbst. Ah, das ist wahnsinnig, ne? Es gab auch irgendwo die Frage, wegen Super Mario Party, das funktioniert zum Beispiel nicht auf der Switch Lite, ne? Geht nicht. Ja, dann, Wii U Switch. Gucken wir nochmal. Wird noch besser. Wie gut ist die Wii U? Oder kommen wir mal hier. Wir machen mal richtig. Nintendo DS, 3DS. Jetzt will ich die Fragen lesen. Wie viel kosten 3DS? Ab 589 Euro geht's los. Echt? Ja, das erste Modell ist schon länger nicht mehr produziert. Was ist denn der Unterschied zwischen 3DS und DS? Was ist denn? Wird der 3DS noch hergestellt? How about no? Wie teuer ist ein 3DS? Was ist der aktuelle Nintendo DS? Nintendo DS ist ein Nintendo DS. Kam 2005 raus. Was willst du wissen? Ah, Alter, 2017. Das kommt einem gar nicht so vor, ne? Welches ist der beste 3DS? Die Antwort sagt nichts. Werden DS-Spiele noch hergestellt? How about no? Hier, 2019. Schon vor 3 Jahren wurde die Herstellung des DS eingestellt. Jetzt soll die Gamecard folgen. Es gibt keine Spiele mehr. Es gibt doch. Gibt es noch neu? Jetzt mal. Warte mal. Letztes 3DS-Spiel. Was war's? Was war denn? Pass auf. List of 3DS-Games. Da muss man Wikipedia geben. Die machen das immer wirklich penibel. Da muss man einfach mal sagen. Wikipedia macht das ordentlich. Wenn ich jetzt gucke, Release Date. Oh, ihr seht es nicht ganz, ne? Ach, der verrückte Technik. Die Technik mal wieder. Pass auf. Oh, das war es nicht. Was ist das? Ne, ist auch nicht. Was ist das? Auch nicht. Wir stellen jetzt einfach alles. So. Oh, ein bisschen so. Europe, das letzte 3DS-Spiel. Ne? Wie viel sind es? 1372 insgesamt. Jetzt gibt es einige Japan-Exklusive natürlich. Einige, möchte ich sagen. Da geht's los. Erst die ersten Spiele von 3DS. Ne? Asphalt 3D, Rayman. Und so weiter. Und das letzte 2019. Also ich würde sagen Kirby und der Regenbogenpinsel. Aber es wird irgendein Third-Party-Ding noch gegeben haben, das kein Schwein kennt. Es kommen tatsächlich noch Spiele raus von 3DS. Sogar in Europa. Ich bin ein bisschen. Ich sitze mal wieder davor, ne? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Wo haben wir denn hier? Also, das ist heftig, das wusste ich gar nicht. Das hier ist die europäische Spalte, ne? Die da. Hier, Kirby's Extra Epic Yarn. Und seitdem kommt noch raus all dies. Das ist alles Mist, ne? Pinball. Ich weiß nicht, was das alles sein soll. Könnt ihr mal damit aufhören? Liste von 3DS. Switch kommt hier raus. List of Wii U Games. Um das mal zu ergründen. Das ist manchmal auch verblüffend. Wenn man zum Beispiel geht auf. Wir bleiben mal bei Nintendo, ne? Das letzte Gameboy-Spiel. Oder das letzte Super Nintendo-Spiel. Letzte Wii-Spiel. Ja, gehen wir nochmal auf die Wii. Wii Games for Wii U. Das wollte ich nicht wissen. Ich finde die Wii nicht mehr. Ich finde die Wii. Also ich habe WiiWare, Virtual Console. Hier ist die Wii. Verrückt!
War Just Dance 2020 wirklich das allerletzte? Es ist doch wirklich das allerletzte. Allerletzte Wii-Spiel, was man so kennt. Das ist heftig. Da muss man erstmal. Ja, da reicht die Internetleitung nicht aus. Also wenn die Seite lahmarschig ist, kannst du nichts machen. 1597 Spiele insgesamt. Komm mal ran hier. Der letzte Wii-Spiel war nicht Just Dance. Das war nämlich Retro City Rampage DX Plus und Shakedown Hawaii. Wobei vielleicht die... Guck mal, die sind nur PAL. Die sind nicht worldwide erschienen. 9. Juli 2020. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Warum werden keine DS-Spiele mehr hergestellt? Okay, da steht nur noch First Release. Es gibt ja 2031 DS-Spiele. Wie sie hier die Cartridges irgendwie meinen, zensieren zu müssen. Könnte peinlich werden, oder was? Das dauert ein bisschen. Das letzte Wii U-Spiel. Ein bisschen zu viel schon wieder. Ja gut, Game Boy ist nach Namen sortiert. Also, das ist, was ich da zeigen wollte. Weil es halt, wie viele Gameboy-Spiele hier wird? Tauten, es würde eigentlich gehen, so. Aber es sind halt noch bis 2003 oder so nicht Gameboy Color, sondern schwarz-weiß Gameboy-Spiele in Japan rausgekommen. Was war denn das letzte SNES-Game? Das andere Shit lädt, vielleicht ist er jetzt geladen. Anscheinend Nintendo DS 2014 das letzte. Big Hero 6 Battle in the Bay. Winx Club, und jetzt ist es weg. Sehr stark. Gucken jetzt bei der View, was zuerst lädt. Wikipedia ist nicht die schnellste Torte. Auf dem Kuchen. View. View Spiel 2021. Seht ihr das? Seasonal Assistant. Ultra Dolphin Revolution, die Entwickler. Smap Collection Finding Teddy 2. View-Spiel, wie sich das wohl verkauft hat? Ich finde keine View-Games mehr im Markt, ne? SNES, die letzten Spiele, 98 rum? Vor allem, ich bin im PAL-Bereich, 98. Timon und Pumba. Das war mir aber bekannt, Timon und Pumba. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Nintendo DS 2004. Waren die ersten. Jetzt gehen wir ganz runter. 2014 Winx Club, ja, das hatten wir. Ja, ich bin ein bisschen abgetriftet. Ihr fragt euch bestimmt auch, was soll dieses Video? Ich weiß es selbst nicht. Ich habe einfach Spaß an der Freude. Ich wollte euch eigentlich an diesen Fragen teilhaben lassen. Auf Twitter, ich zeig das mal ganz kurz. Auf Twitter hatte ich diesen Tweet verfasst mit einem Screenshot. Eigentlich war das aus der Frage, vielleicht wird es entfernt oder ich weiß auch nicht. Auf die Frage, wie viele Spiele mit Mario gibt es? Die Super Mario-Reihe besteht aus 34 Spielen. Hast du eine Null vergessen? Diese Spiele gehören dem Genre Jump'n'Runs an und wurden erstmalig am 12.02.2021 veröffentlicht. Also Super Mario-Spiele gibt es erst seit 2021. Das aktuellste Mario-Spiel ist Super Mario 128 und wurde für den GameCube veröffentlicht. Da zusammengereimt wird. Mario 128 gab es natürlich als Tech-Demo, aber trotzdem. Und auch hier die Frage muss man langsam lesen. Kann man auf der Wii Switch Wii U-Spiele spielen? Nintendo tut sich einen Gefallen, mit dem Begriff Wii aufgehört zu haben, weil es nimmt Überhand. Ja. Keine Ahnung, ob ihr dieses Random-Video jetzt gefeiert habt oder nicht, aber es existiert und vielleicht sollten wir nochmal auf eBay Kleinanzeigen und so gucken, ob die Preise wirklich ihren Wert wert sind. Haut rein, danke fürs Anschauen und schön, dass wir mal drüber geredet haben. Tschüss!